Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Ich bin der Eddie und schön, dass du wieder dabei bist hier bei mir. Ich bin das letzte Mal hier in diese mir unbekannte Höhle vorgedrungen. Was kann man da essen? Das ist lecker. Wo waren die Uhren? Münzen? Ich habe doch gerade Uhren eingesammelt, oder? Ich einen Augenschaden? Wahrscheinlich. Ach, warte mal kurz. Wie kann ich denn den... Nee. Okay. Ich dachte, ich krieg da vielleicht Koordinaten angezeigt, irgendwie. Batterien. Sprengstoff. Liegt das irgendwo unten drunter? Wo sind meine Uhren? Kombinieren mit. Kann man das schon zusammenbauen? Nee. Es geht erst, wenn wir alle Teile haben. Diese Uhren nicht. Heider, nein. Das ist ja wieder typisch Eddie. Dass ich jetzt hier so einen massiven Augenschaden habe. Hier, was brauchen wir da noch dazu? Klebeband. Klebeband. Alkohol. Kohle. Kopfbombe. Ich könnte noch einen Schädel dazu nehmen. Wofür ist das gut? Eine Kopfbombe. Ist die effektiver? Uhr. Klebeband. Kohle, Klebeband, Kohle, das hier und Alkohol kombinieren. Ich glaube, das mit dem Schädel, das muss man machen, dann muss man das in die Hand nehmen und fertig oder so. Also das ist nichts extra. Extriges. Ach, das geht nicht mehr.
weil wir sehr wahrscheinlich mehr tragen können wie 5. Gehe ich mal davon aus. Aber gut zu wissen. Wir nehmen noch ein paar Uhren mit. Schau mal, lecker. Reis mit irgendwelchen Fleischstückchen. Dafür, dass das in der Höhle ist, ist relativ gemütlich. Wie viel Kohle können wir denn noch einstecken? Die bringt uns nichts, einfach nur zum Einheizen. Gut gedacht. Ganzen Koffer voll Kohle. Wenn hier Benzin ist, ich soll ja irgendwo in diesen Höhlen auch eine Kettensäge oder sowas geben. Das wäre natürlich schon mega nice. Ich bin ja nicht hergekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Nee. Ach, guck mal hier. Lauter Getränkedosen. Hier bin ich hergekommen. Genau. Wo war der Benzin? Feuer wieder an. Immer an der Wand entlang. Ich gehe gerne nochmal außen rum. Da war doch hier irgendwo so ein Weg, wo es hochging. Hier geht's runter wieder. Das war die Geschichte. Könnte man sich verstecken? Seltsam.
Das habe ich gedacht, ich bin schon einmal außen rum. Hierher gekommen. Warum ist denn das so schwer? Hier waren die Kanister. War ich hier doch schon mal? Gerade eben. Okay, also hier scheint weiter nichts zu sein. Leider keine Kettensäge. Warum habe ich das eigentlich schon vorher angemacht? Ein bisschen mehr zu sehen. Stalaktiten. Titten, da wisst ihr Bescheid, also. Die Nieten kommen von unten und die Titten von oben. Also. Nochmal speichern. Gut. Das Ding geht wohl bloß beim Schlafen kaputt. Ich bin ja gerade geflüchtet aus der Höhle. Die Kameraden waren. Jetzt hier, kommen wir hier wieder raus? Nein, nicht wirklich. Ich habe Durst und Hunger. Warte, ich esse mal schon was. Trinkt ihr was? Ja, unsere Ausdauer wieder hoch. Denn das könnte jetzt nachher hier ungemütlich werden. Denke ich. Ich würde so gerne irgendwie Wechselklamotten will ich eigentlich keine. Ich sehe mich sowieso nicht. Geht das hier weit runter? Da bin ich hergekommen. Das war die Geschichte. Thank you.
Wo ist der? Ich hab ein Problem. So wirklich, Lust zum Sterben hat er nicht, gell? Der Kamerad. Ist natürlich auch nicht ganz die feine englische Art, die wir hier an den Tag legen. Ich nehme meine Pfeile wieder mit. Wo ist denn diese Mutantenhaut? Da. Die kann ich anziehen. Ich ziehe mal die ganze Echsenhaut an. Kann er nicht schaden. So. Hier ging es dann runter. Pass auf, wir machen was anderes. Ich gehe nochmal kurz dahinter. Speichert es nochmal. Weil warum nicht? Avenger Mutant down. Können wir auch speichern, oder? So. Dann würde ich allerdings sagen, machen wir an der Stelle nochmal eine Pause. Wir sehen uns einfach zur nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, was gerade ist, wenn ich das Video hochlade. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.